bin Bernd Dotz von der Firma Greving. Ich habe dieses Jahr die Ehre, den 8800 zu begleiten in der Vorführersaison. Wir haben hier eine komplett neue Maschine mit über 800 PS und einen 12-reihigen John Deere Vorsatz, ein 93 Plus. Wir gehen jetzt einmal um die Maschine drumherum und werden die Details zeigen. Wir haben hier die Bereifung 960 R42, ein 2,15 Meter hoher Reifen mit einer Außenbreite von 3,49 Meter. Des Weiteren kommt von der rechten Seite unser hydraulischer Antriebsstrang, der den Vorsatz komplett unabhängig von den Drehzahlen antreiben kann, so dass wir immer einen perfekten Gutfluss gewähren können. Wir haben hier in den 8800 einen 19-Liter Cummins Motor verbaut. Die Besonderheit ist, dass der Motor komplett hinter der Hinterachse verbaut ist. Wir treiben unsere Trommel über ein Winkelgetriebe an, womit gleichzeitig auch die Pumpe zum Antreiben des Vorsatzes gespeist wird. Dadurch, dass der Motor in Längs eingebaut ist, haben wir erstmal eine sehr gute Belüftung des Motors. Und ein weiterer Vorteil ist, dass wir den Motor sehr gut zugänglich haben. Das heißt, wir können sehr viele Wartungspunkte und so weiter von der Seite einfach erreichen. Wir haben hinten im Heck einen über 300 Liter großen Silimetal-Tank verbaut, der auch mit Wasser gefüllt werden kann und als Heckgewicht mitdient. Wir haben hier einen sehr großdimensionierten Kühler, der einfach aufgebaut ist. Die kleinen Elemente, sprich Dieselkühler, Klimaanlage, kann man einfach wegklappen und vernünftig mit einem warmen Wasserhochdruckreiniger reinigen. Dadurch, dass wir ein komplett neues Gutflusskonzept haben, können wir jetzt einfach durch den Serviceraum den Körnerprozessor rausschwenken und mit einem Kran, der serienmäßig dabei ist, den Körnerprozessor mit einer Person innerhalb von einer Viertelstunde nach draußen auf eine Pellette befördern. Wir brauchen keinen Stapler oder sonstige Geräte. Wir können es wirklich einfach mit dem Kran rausbefördern. Und dieser ganze Umbau dauert circa eine Viertelstunde. Wir haben hier einen komplett neuen konstruierten Drehkranz. Der Drehkranz kommt aus einem Bagger. Wir haben hier als Anfahrschutz eine Nockenschaltkupplung. Wir haben hier einen weiteren Silimetal-Tank zur Mikrodosierung. Wir können hier hochkonzentrierte Silimetal reinfüllen, hinten in den großen Silimetal-Tank Wasser einfüllen und das Mischungsverhältnis eingeben und zusammen in den Turm einspritzen. Hier ist unser neues Schnittlängengetriebe, komplett aus Alu. Erstens zur Gewichtsersparnis, zweitens zur Wärmeableitung. Das Getriebe ist nur im unteren Drittel mit Öl gefüllt, hat eine Trockensumschmierung. Das heißt, wir haben eine Ölpumpe verbaut, die das Öl von unten nach oben fördert und von oben das Öl über die Zahnräder runterrieseln lässt. Der 8000er Feldhäcksler hat einen hydraulischen Pendelrahmen. Davor gebaut ist jetzt hier das 93 Plus von der Firma John Deere mit den kleinen Trommeln, das sehr gut im Mais und auch in den GPS läuft. Die komplett neu konstruierte Kabine finden wir auch auf einem S-Mähdrescher. Die Bedienelemente sind auf den ersten Blick gleich geblieben. Wir haben ein paar neue Bedienelemente hinter den Joystick hinzugefügt, wo wir zum Beispiel den Vorsatz klappen können, sowie auch die Piepe steuern können. Einfach zu bedienen über das Display, wo man die Schnittlängen einstellen kann, die Körnerprozessorweiten schleifen kann. In der A-Säule haben wir eine Übersicht über Motortemperatur, Tankinhalt, Motordrehzahl sowie Motorauslastung. Das sind so wichtige Bedienelemente, die der Fahrer auf den ersten Blick braucht. Optional kann man auf dem Feldhäcksler der Serie 8000 auch ein Display des 2630 verbauen, sowie ein Harvest-Lab-Sensor, der die Feuchtigkeit und den Ertrag des Erntegutes misst und wir den Kunden sagen können, wie viele Tonnen wir vom Hektar geerntet haben oder wie viel Trockenmasse wir geerntet haben. Schauen Sie doch einfach auf der Agritechnica auf den John Deere Stand vorbei. Dort wird auch ein 8800 stehen.